Hey Freunde, Grimm wieder hier und willkommen zurück zu unserem Minecraft Let's Play. Wir haben letztes Mal dabei aufgehört, unseren Enchantment Table Raum einzurichten, beziehungsweise auszubauen. Ich habe jetzt tatsächlich hier ein bisschen was weitergemacht. Noch nicht so viel, eine zombiesichere Tür und unseren kleinen Raum hier ausgehoben, fast. Und habe dann festgestellt, hier war mal ein Creeper-Loch, was ich notdürftig zugemacht habe. Diese kleine Fackel hier soll dann im Endeffekt unseren Enchantment Table darstellen. Wir haben hier noch eine Treppe. Das bedeutet, wenn das hier zu ist, hier werde ich noch eine Treppe einbauen. Hier wird dann im Endeffekt unser Boden liegen. Und rundherum werden die 15 Enchantment-Tische sein. Was? Nein, wir haben einen Enchantment-Tisch. Und wir machen rundherum 15 Bücherregale. Aber bevor wir hier Bücherregale platzieren können, müssen wir uns natürlich erstmal Gedanken machen, wie wir das Ganze dekorieren bzw. ausstatten. Also als erstes hatte ich mir überlegt, wir machen das Ganze in einem schicken Diorit und noch mit einem ganzen Batzen Kürbislaternen. Und mit einem ganzen Batzen meine ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück brauchen wir. Das sollten wir doch hinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß, wir haben noch ein paar vorrätig. Aber mein Gott. Was soll's. Das Diorit wollen wir natürlich schön poliert haben. Macht ja sonst keinen Spaß. Dann brauchen wir natürlich auch noch Treppenstufen. Ich würde sagen, dann nehmen wir einfach die. Wir haben sie ja noch. So, unsere Kürbisse werden hier unsere wunderbare versteckte Lichtquelle sein, wie schon nebenan. Warum das so ist, das wüsste ich auch gern. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir hier natürlich unser Diorit, was einmal rundherum läuft. Und hier haben wir unsere Treppenstufe. Zack, zack. Die Ränder hier, die wird man nachher auch sehen. Bedeutet, das muss auch ganz schön, ist übertrieben, aber es muss schon schick werden. Dazu schnappen wir uns noch ein bisschen Stein. Ach Quatsch, so baut man doch keine Treppen, du Blödmann. Und so geht's auch nicht. Erst das. Jetzt das. So war es doch richtig. Und zwar hatte ich mir überlegt, für die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, es fehlen mir doch tatsächlich 2, die Steine als Unterlage zu nehmen. Ich finde, das passt ganz gut. Dafür brauchen wir allerdings noch ein bisschen Cleanstone, den wir anscheinend nicht mehr haben. Was aber auch nicht ganz so schlimm ist. Das können wir hier reinschmeißen und unten kommt es dann wundervoll wieder raus. Das Diorit brauchen wir erstmal nicht mehr. Und ihr seht auch, unsere Mengen hier werden langsam immer besser. Das kommt dahin. Und das schmeißen wir da drauf. Diese Monstergeräusche werde ich irgendwie nicht los. Da werde ich auch definitiv nochmal hinterher müssen. Die Spinne hat wohl keinen Bock auf schlechtes Wetter. Und wir können uns auch schon mal ein bisschen Sand rauspicken, der uns dann eine ordentliche Menge Glas verspricht. So, das reicht doch schon. Das ist doch wunderbar. Das nehmen wir einfach alle mal raus. Wir wollen ja auch nicht zu viel verbraten, nicht unnötig verbraten. So. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, in welche Richtung wir das mit den Steinen hier machen. Aber das kriegen wir auch wohl hin. Da haben wir noch polierten. Und da ich mich gerade umentschieden habe, schmeißen wir das gleich noch wieder mit da rein. Das läuft alles hier wunderbar. Peinlich. Nochmal schnell gucken. Wo landet der Cleanstone hier? Also keinen anderen Stein da. Und zwar hatte ich mir dann überlegt, machen wir einfach die zweite Reihe darüber. Und dazwischen stopfen wir dann unsere Bücher. Bedeutet, wir haben gar nicht mal so viel, was wir jetzt hier verhübschen müssen. Im ersten Anlauf. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Easy going. Das Ganze wird dann hier noch auseinandergepackt werden müssen. Bedeutet, da landen nachher die drauf, da landen die drauf. Wir wollen es ja auch schön haben hier. Und weil wir es schön haben wollen, habe ich mich auch gleich vertan. Ah, blöd, Mann. Ist natürlich Quatsch. Ich will das auch hier auf der Reihe haben. Bedeutet natürlich, die Reihe läuft hier weiter. Ich meine, es reicht immer noch nicht vorne und hinten, aber jetzt passt es zumindest. Diorit. Mist, Freunde. Mist, Mist, Mist. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin. So, hier hatten wir gesagt, das machen wir alles weiß. Das heißt... Nein, das nicht. So, da hat mir gesagt, machen wir alles weiß. Bedeutet, hier halten wir uns da dran und machen wirklich alles weiß. Hier auch nochmal. So. Ja, das schaut doch schon ein bisschen besser aus. Jetzt müssen wir gleich natürlich auf den polierten Granit zurückgreifen. Was jetzt auch nicht sonderlich schlimm ist. Sandmäßig reicht uns das mittlerweile auch völlig. Da ist das Glas. Und während wir da noch drauf warten, stopfen wir hier mal die Lücken mit Erde voll. Na, nicht die Lücke. Das war doof. Naja, eigentlich können wir auch die Lücke voll machen. Das, so doof ist das ja gar nicht. So. Jetzt haben wir nur noch zack. Jetzt haben wir nur noch den Teil. Lauf, Forest, lauf. Schnell noch was essen. Dunkel ist es auch schon. Eieiei. 10 Stein. Wie weit kommen wir mit 10? Das ist Bruchstein. 10 Stein. Das gibt uns ein paar Treppen, aber jetzt auch nicht die Welt. Aber ein paar sind besser als keine. So. Die setzen wir dann einfach weiter dahin. Und ärgern uns, dass uns ein bisschen fehlt. Ein ganz klein bisschen. Jetzt wären wir aber echt hier ein bisschen knickerig. Ja, wir packen erstmal die Eimer weg, würde ich sagen. Das ist kein Eimer. Das ist ein Eimer. Dann verabschieden wir uns von den Erdblöcken, von denen. Die brauchen wir noch. Die brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Den brauchen wir noch. Den brauchen wir auch noch. Upp, upp. Hä? Da machen wir jetzt aber nur einen von. So. Und jetzt schauen wir mal. Das ist unser wunderschöner Raum. Das macht sich doch sehr schick, würde ich sagen, Freunde, oder? Auf jeden Fall. Jetzt können wir uns natürlich da oben noch ein bisschen mit unserem schönen roten Granit austoben. Obwohl, wisst ihr was, Freunde? Das machen wir doch ganz anders. Kommt her, ihr ollen Granitbrocken. Wenn wir doch schon so viel Bricks haben, dann können wir das doch einfach weiterführen. Ich meine, wir haben uns jetzt auch genug davon gebaut. 14 ist zwar immer noch nicht genug, aber das kann ja gleich weiterlaufen. Und wir können ja... Nee, in die Ecken können wir nicht setzen, weil ich da noch was vorhabe. Also in die Ecken können wir jetzt nicht andere Blöcke setzen. Das wollte ich damit sagen. Weil das nachher auffällt. Warum das nachher auffällt, werdet ihr sehen. Echt jetzt? Verdammt! Los jetzt. Ein paar noch, mach mich nicht schwach. So, und wir legen uns währenddessen erstmal hin. Die lassen wir eben durchlaufen und wir checken derweil mal, wie es hier so aussieht hier oben. Da ist eine Spinne. Aber ansonsten sieht das ganz ruhig aus. Das ist doch schon mal gut. So, die 4 sind auch durch. 2 hätten es auch getan. Blöd, Mann. So. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Durchbruch hier. Machen die zombie-sichere Tür zu. Und gehen eine Runde spazieren. Und gehen wieder zurück, weil ich mir überlegt habe, wir wollten doch unser Glas eventuell einfärben. Was haben wir denn da so zum Färben? Tintenbeutel. Das ist schön. Dann kriegen wir nämlich schwarzes Glas. Habe ich noch irgendwas anderes, was ich nehmen kann? Ich glaube, gelb. Hellgrau. Hellgrau müsste Milchglas geben oder so. Ach, was soll's. Machen wir schwarz. Wir brauchen 9. Bin ich doof? Ach so. Kakaobohnen, was zur Hölle? Wir könnten auch blaues Glas machen, Freunde. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn das hellgrüne Glas, hellgrüner Farbstoff, Kaktusgrün. Das heißt, Grün kriegen wir aus Kakteen. Doof. Dann halt so. Kriegen wir auch wohl hin. Wir haben ja genug Glas, um es dann eventuell nochmal zu ändern. Da ist ein Dreierloch. Und da ist ein Dreierloch. Und hier ist Spider-Man. Schau, schau, da ist es. Ein Glück habe ich ein paar mehr gemacht. Ja, das ist ein... das ist ein Creeper. Das sind zwei Creeper. Das ist mit Sicherheit ein Shader-Fehler. Das probieren wir jetzt nochmal mit einer anderen Glasfarbe aus. Das will ich jetzt nämlich wissen. Das wäre natürlich ein bisschen unschön, wenn alle unsere Glasblöcke solche Probleme machen. In all ihren Farben und Formen. 1, 2. Ja, es sieht doch besser aus, oder? Hallo. Das sieht wirklich besser aus. Ich würde jetzt sagen, perfekt ist es noch nicht und vielleicht finden wir auch noch mal eine andere Farbe. Aber es ist schon mal um einiges besser, wenn ihr mich fragt. Ich hätte jetzt aber gern da noch eine Umrandung und dafür brauchen wir noch mehr Bruchstein. Also Clean Stone, den wir dann daraus zaubern. Und Zombies sind hier immer noch, verdammt. Das haben wir, das haben wir. Clean Stone ist unterwegs. Jetzt genau, Teppich. Wir brauchen auch noch Teppich. Normalerweise ist es so, dass wir für die maximalen Enchantments 15 von diesen blöden Bücherregalen haben müssen. Sobald da eine Fackel oder ein Teppich dazwischen ist, klappt es nicht mehr. Da wir aber auf der Ebene hier nichts haben und die Bücherregale da sein werden, können wir hier einen schönen Teppich hinpflanzen. Währenddessen ist immer noch alles sicher und schön beleuchtet. Aber wir sehen es nicht mehr. Freunde, jetzt sagt mir mal, das sieht nicht cool aus. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Ah, der Raum ist gut. Gefällt mir. Nur noch von oben ein bisschen Liebe. Nicht so, du Blödmann. So. Und dann... der Raum auch schon fertig. Schon 3 Creeper. Der wird ja immer schlimmer. Und genau deswegen wollte ich eigentlich die Ecken versteckt haben, aber ja, mein Gott. So sieht man es dann ja doch nicht. Gibt es denn nichts anderes Cooles, was ich als Einfassung dafür machen könnte? Ich hatte schon überlegt, Baumstämme. Aber das Problem an den Baumstämmen ist, das passt wieder nicht hundertprozentig. Vielleicht, wenn wir die Baumstämme anders anlegen. So ein bisschen wie Fachwerkkreuze. Sprich... Na, so nicht. sondern so. Ja, das kann man nehmen. Aber, frag mich nicht warum, ich hab's dann lieber so rum. Macht absolut keinen Sinn. Sugarcane. Ja, wo wir schon mal hier sind, dann sollten wir die auch mitnehmen. Schließlich werden wir davon eine Menge brauchen für die Papierherstellung. Eine Menge bedeutet, wir brauchen viel, aber nicht so viel, dass wir hinter jedem Einzelnen herrennen müssen. Das heißt, wir nehmen jetzt nur grob schnell alles mit. Holen unsere Axt raus. Und besorgen uns noch ein, zwei Bäumchen. Eichenbäumchen. Sagen, was ist denn da so blau? War Wasser. Wir nehmen mal lieber fürs gute Maß noch einen mehr mit. Da ist unser Keller, hätte ich fast gesagt. Unser Kellerloch. Problem ist jetzt allerdings, ehrlich gesagt, jetzt wo ich das so fertig habe, hätte ich das Glas, glaube ich, lieber einen tiefer. Aber das muss ich mir mal von innen angucken. So, die sind jetzt auch endlich gedespawnt. Also ich hoffe, sie sind gedespawnt und haben sich nicht befreit und warten jetzt irgendwo auf mich. Aber... Oh ja. Ja, das können wir so lassen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Sonst ist der Keller auch so niedrig. Das wollen wir dann auch nicht. Fackelmäßig, ja. Sollten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr benutzen. Aber auch das ist nicht weiter schwierig. Die ganze Teppichnummer führen wir jetzt hier natürlich nicht fort. Aber wir fangen schon mal an. Wie ging das nochmal? Wie macht man nochmal Papier? So machte man Papier. Das brauchen wir alles. Was wir auch brauchen, sind tote Mukus. Und 45 Leder. 45? Nee, 45 stimmt nicht. Wir brauchen 3 Bücher pro Regal, das heißt 9 Leder. 9 Leder? Nee, ein Buch braucht 1 Leder, glaube ich. Das heißt 3 Leder pro Regal. Ist, ja, 45 ist richtig. Falls nicht, mea culpa, Freunde. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen zum Kuhmörder. Damit wir auf unsere 45 Leder und auf unsere irgendwie 150 Seiten kommen. Was aber nicht das Problem ist, dafür sollten wir genug Sugarcane haben. Aber erstmal fröne ich jetzt dem Muku-Mord für die letzten 5 Minuten. Hallo Freunde! Ja, ich glaube auf die 45 werden wir nicht kommen. Aber das ist nicht schlimm, wir werden das Ganze signifikant ausdehnen können, das reicht schon. Und Erfahrungspunkte gibt es auch noch. Oh, mein Schwert ist kaputt. Jetzt muss ich die Kühe mit der Axt kaputt machen. Ich glaube, auch die Axt gibt bald auf. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Renn doch nicht in meine Faust, du blöde Kuh. Immer schön die Hand oben halten, dass wir nicht die Kälber kaputt hauen. Das wollen wir nämlich auch nicht. So, auf 34 haben wir. Das ist nicht ganz das Ergebnis, aber das ist nicht schlimm. Das können wir definitiv in der nächsten Episode nachholen. Jetzt, wo wir genug zu essen mit haben, geben wir unseren Schäfchen auch mal was. Die freuen sich auch immer. Ist das nicht wundervoll? Und können, lasst mich schnell auf die Uhr gucken. Oh ja, wir schaffen es bestimmt noch, so die ersten paar aufzustellen. Die ersten paar Bücherregale. Nachdem wir das hier wieder reingeschmissen haben. Wollen wir schließlich auch nicht zu viel wegnehmen. Man weiß ja nie, wann man plötzlich einen riesigen Haufen Brot bauen muss. So, das schmeißen wir da rein. Das gibt lecker, lecker. So, jetzt lasst mich mal lügen. Ich glaube, das ging so. Ja, so ging es. Wunderbar. Echt jetzt? Das Holz ist mir ausgegangen, bevor mir die Bücherregale ausgegangen sind. Die Bücher. Faszinierend. Zack, 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 zack. Jetzt updaten sich natürlich da die Schatten. Das sieht natürlich dann nicht mehr ganz so ultra aus. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das sieht doch schon mal sehr fein aus, finde ich. 2 können wir noch machen. Ja, dann holen wir uns hier schnell noch das Holz. Wir haben ja tatsächlich noch ein bisschen Holz. Und die 2 setzen wir dann da auch noch hin. Ja, wo setzen wir euch denn hin? Da und da. Und ich bin mir sicher, Freunde, wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich unsere Bücher fertig und dann machen wir uns daran, einen Enchantment Table zu platzieren. Also, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei unserer Minecraft Let's Play Folge. Falls ihr keines unserer Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch unseren Kanal und schaut ruhig mal bei unseren anderen Kanälen vorbei, wenn ihr wollt. Vielleicht interessiert euch ja für Trading Card Games oder auch für 3D-Druck im Allgemeinen. Und ansonsten... Habe ich heute schon mal ansonsten gesagt? Und ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Grimm.